Hallihallo, werte Freunde, herzlich willkommen zurück zu Risen Rebooted. Wir sind hier jetzt wieder im Kloster Frau Melissengeist. Wir sind jetzt hier wieder im Kloster der Magier. Und was waren nochmal unsere Quests? Mal schnell nachgeguckt. Grundausbildung. Bronco will, dass ich mit Taco William und Kato trainiere und gegen sie kämpfe. Wenn ich zufrieden bin, bla bla bla. Okay, ja. Kreis der Verdächtigen. Sprich mit Meister Palas, der ist für das Tor zuständig. Na, dann tun wir das doch. Oh. Meister Palas, ich komme dich holen. Hüpf. So, euch habe ich ohnehin schon mal allen die Fresse poliert. Ja, das passt doch. So. Irgendwo hier. Ja, warte mal, da steht noch einer. Den kenne ich noch nicht. Rekrut, hä? Ich bin nicht für dich zuständig. Geh zu Bruno. Warst du schon mal draußen? Ja, aber glaub mir, hier drinnen ist es sicherer als draußen. Wie komme ich hier raus? Palas öffnet das Tor. Aber er wird es erst tun, wenn Meister Ignatius dich für würdig hält. Ach, den kann ich nach hinten schicken, Schweinescheiße schaufeln. Du kannst dich mal um den Misthaufen kümmern. Und? Und was? Versteh mich nicht falsch, ich habe kein Problem damit, mich dreckig zu machen. Es hat halt alles seinen Preis. Was willst du? Was verlangst du, damit du dich um den Misthaufen kümmerst? Harlock, der dicke Mistkerl, macht zwar einen guten Eintopf, aber den kriegt jeder nur einmal. Du willst doch nicht etwa meinen haben? Naja, also am liebsten schon. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Na gut, vergiss den Eintopf. Dann bring mir stattdessen 10 Äpfel. Die sollen ja angeblich auch stark machen. 10 Äpfel? Wie viele habe ich? Appel. 4 Stück? Wie soll ich da erinnern an... Okay, das heißt, übersetzt, es muss hier drinnen irgendwo 10 Äpfel geben. Da ist mal keiner, aber das nehmen wir trotzdem. Habe ich das schon gelesen? Nichts Neues. Ja, das habe ich schon gelesen. Okay, was ist... Schlösserknacken verstehe ich nichts. Toll. Das ist schon mal scheiße. Gut, was ist denn der Kiste? Schlösserknacken verstehe ich nichts. Die ist auch dicht. Bruno. Hopp. Steht noch eine Kiste. Oh, nehme ich. Ist zwar das falsche Zeug, aber okay, also wir brauchen 10 Äpfel. Wo kriege ich jetzt 10 Äpfel her? Hier liegt schon mal keiner. Ich habe 4. Ich brauche einen Apfel. Apfel. Hier, da ist einer. Macht 5. Apfel. Ich brauche noch einen Apfel. Ist da noch ich hoffe, Apfel? Du weißt, wie du dich in einem fremden Haus zu benehmen hast. Ah, jetzt nerv nicht. Apfel. Liegt da noch ein Apfel? Fass hier bloß nichts an. Hier liegt noch ein Apfel. Wenn ich den jetzt nehme, dann haut mich der sicher tot. Mal kurz probieren. So, warte mal. Was war das für Schnellspeichern? F8? Ja. Huh. Okay. Das macht 6. Da hinten liegt noch einer. Ah, hallo. Alles klar. Das sind Freunde, oder? Ja. Okay. 7. Glaube ich jedenfalls. Ja. 10 Äpfel. Boah, warum hat er auch Nein gesagt? Mein scheiß Eintopf hätte ich ihm noch geben können. Hier liegt kein Apfel, der wäre auch nicht mehr sonderbar frisch, wenn man mich fragt. Apfel. Wo liegt hier noch ein Apfel? Komm schon. Was? Staubhaufen. Einfach. Vom Schlösserknacken verstehe ich nichts. Toll, die ist verschlossen. Auch kein Apfel. Hier irgendwo ein Apfel rum. Ich glaube, das Zeug, das habe ich alles schon ausgeräumt. Schlecht. Ich bräuchte noch einen Apfel.
80 Goldstücke. Nehme ich. Was willst du hier? Schauen, ob du einen Apfel hast. Du hast nur Ei und Brot. Pass auf, was du anfasst. Ja, jetzt beruhig dich. Ich will ja nur gucken, ob hier noch irgendwer einen Apfel was hat. Was willst du hier? Alter, nerv mich nicht. Komm. Tür. Ach, der Waschraum. Nimm dir mal den Besen mit. Mal gucken. Mana-Trank und Wein, das brauche ich alles nicht. Ich bräuchte noch drei... Ah! Habe ich dich. Ohne den richtigen Schlüssel wird das nichts. So, das heißt, wir sind bei 8. 2 Äpfel noch. Äpfel, Äpfel, Äpfel. Ich brauche noch ein paar Äpfel. Liegen hier noch ein paar Äpfel. Ich brauche Äpfel. Hey. Hey, Bruder, warte mal. Was ist los? Du kannst den Friedhof nicht betreten, also geh wieder trainieren. Warum nicht? Warum kann ich den Hof nicht betreten? Hier werden Artefakte gelagert. Artefakte, die nicht nur wertvoll, sondern auch gefährlich sind. Warum gefährlich? Die Artefakte kommen aus den Ruinen. Wer weiß, welche alte Magie sie beinhalten. Zu deiner eigenen Sicherheit ist es besser, du gehst jetzt. Komm. Komm, lass mich durch. Nein, auf keinen Fall. Es sei denn... Was? Warst du schon bei Harlock? Ja, ich habe schon mit ihm gesprochen. Dann hast du auch schon den Eintopf von ihm bekommen. Und? Gib ihn mir, dann lasse ich dich durch. Hier, nimm den Eintopf. Er ist ja schon kalt. Und jetzt? Soll ich ihn dir etwa noch aufwärmen? Nein, schon gut. Wegen mir kannst du dich auf dem Hof umsehen. Aber halte dich von der Gruft fern und fass nichts an. Okay. Nur diesen Apfel. Den nehme ich. Und diese Beeren. Und diese Kiste. Ein Grab. No shit. Hier wachsen gute Pilze. Und Grünblatt. Hat. Ein Knochen. Da wurde wohl jemand nicht so ganz richtig beerdigt. Okay. Noch ein Knochen. Noch ein Knochen. Noch ein Knochen. Wer sagte noch ein Knochen? Ja, gut, wenn wir schon hier sind. Hallo? Ist hier jemand? Hallo? Hallo? Eine Steinplatte? Hallo? Ein Grabstein. Helden der alten Zeit. In den alten Tagen lehrte ein Mann die Kunst des Kampfes. Berengir, ein Magier, der den Kampf mit dem Stab meisterlich beherrschte. Er sagte einst zu seinem Schüler, ich kann dir den Weg weisen, aber gehen musst du ihn selbst. Ja, nett von ihm. Boah. Hoffentlich stehen die jetzt nicht auf. Bering ist Ruhe. Vom Schlösserknacken verstehe ich nichts. Brauche ich also einen Schlüssel dafür. Noch ein paar Dietriche. Drohenschlüssel. Der Buchstabe B-E-R ist zu erkennen. Na, das war jetzt einfach. Was ist denn wohl der für die Kiste hier? Was haben wir hier? Weisheit im Kampf. Bevor diese ganzen Skelett-Typis da jetzt... Oh. Ich will mich auf den Thron setzen. Ich bin der Herrscher über
viele Sachen. Und jetzt stehe ich lieber auf und gehe wieder. So. Gut, Gruft hätten wir ausgeräumt. Sehr erfolgreich, möchte man hinzufügen. Ist ja gut, ich gehe ja schon. Was auch immer hier so knurrt. Buh. Gruselig, will ich nicht. So, gut. Hätten wir das. Tap, 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 tap. Wie viele Äpfel habe ich? 9. Ich brauche noch einen. Ah, da liegt er. Perfekt. 10 Äpfel. 10 Äpfel für den Typen. Das wäre doch gelacht. 10 Äpfel für den Typen. Damit er sich an die Scheiße macht. So. Hier. Nimm die 10 Äpfel. Ast rein. Danke, Alter. Ab jetzt übernehme ich den Misthaufen. Meister Ignatius, wie? Bruno erzählte mir von ihm. Keine Sorge, du wirst ihn schon noch treffen. Gut, geh Misthaufen schaufeln. Dann werden wir jetzt versuchen, den anderen Dude abzupassen, bevor sich der vom Acker macht. Irgendwo da hinten. Fred, da ist er. Die Ablösung habe ich dir besorgt. Ja, ich weiß, danke. Ich glaube, ich werde mich jetzt erstmal volllaufen lassen. Harlock hat ein echt gutes Tröpfchen. Ich habe nichts anderes von dir erwartet. Was sagen... Ach, die haben doch ganz andere Sorgen. Wenn ich das richtig verstanden habe, sind wir sowieso alle dem Untergang geweiht. Warum sollten wir den Wein dann aufheben? Also, wenn du mal Bedarf hast, kann ich dir ein paar Flaschen überlassen. Ich komme darauf zurück. Und wenn du Bedarf an besonderen Fähigkeiten hast, bin ich auch dein Mann. Aha. Besondere Fähigkeiten? Naja, Fähigkeiten, die nicht unbedingt jeder Ordenskrieger beherrscht. Nun sag schon, was du meinst. Ich rede von Geschicklichkeit, vom Schleichen und vom Taschendiebstahl. Langweilig. Was denn? Du bist ein Taschendieb? Na toll, das hat sogar Meister Taub gehört. Was kannst du mir beibringen? Geschick ist nice. Taschendiebstahl ist sinnlos. Schleichen ist vielleicht ganz nett. Bring mir bei, wie man richtig schleicht. Wenn du wirklich leise sein willst, musst du die Zehenspitzen zuerst aufsetzen. Achte darauf, dass du auf keine kleinen Äste oder so trittst. Sie würden dich verraten. Du musst langsam sein. Du darfst nichts überhasten. Okay, danke dafür. Ja, gut. Hätten wir das. Nein, das will ich nicht. Rekrut, Rekrut, Kato. Was auf, ach, was muss ich jetzt machen? Ach ja, mit Meister Palas reden. Das wollte ich ja ursprünglich mal tun. Hey hopp. Hey hüpf. Das war hoch. Okay. Hallo Meister Palas. Ich brauche die Namen von allen, die die Vulkanfestung verlassen dürfen. Aha. Und wofür brauchst du diese Namen? Ich führe Ermittlungen im Mordfall Hemmler durch. So, so. Du bist also damit beauftragt worden. Ich hoffe, dass du darüber deine Grundausbildung nicht vernachlässigst. Natürlich nicht. So, dann sag mir, was du bereits getan hast. Dann helfe ich dir. Ich habe einen Kampf gegen Tucker gewonnen. Na ja, sehr schön. Training ist wichtig. Dann will ich dir auch weiterhelfen. Ich habe hier eine Liste. Darauf sind die Namen aller verzeichnet, die in letzter Zeit die Festung verlassen haben. Das wird mir weiterhelfen. Gut, dann finde diesen Mörder. Liste. Liste. Liste von Meister Palas. Carlson, Tucker, Harlock, Enzo, Ash, Kasper, Taylor, Palas. Das ist erfrischend unhilfreich. Steht da Bruno da drauf? Ich merk's mir auch nicht. Nein. Naja, was soll's. Wir sollten vielleicht mal schauen, irgendeinen anderen Quest weiterspielen.
Nein, was weiß Harlock, Tor der Festung, Grundausbildung. Soll ich wieder zu, wenn ich zufrieden bin, soll ich zu ihm kommen? Okay. Dann gehen wir halt wieder zu Bronco. Hey, was hast du mit Kato gemacht? Ich habe ihm ein wenig Nachhilfe gegeben. Er kann's brauchen. Er braucht wohl eher mal eine Pause. Jetzt zu uns. Du hast in kurzer Zeit einiges erreicht. Aber ein paar Siege gegen unerfahrene Rekruten machen dich noch nicht zum Krieger. Nicht? Nein. Um dein Training zu beenden, werde ich persönlich gegen dich antreten. Also, wenn du noch mal pinkeln willst, ist jetzt der richtige Zeitpunkt. Ich gehe vorher noch eine Runde trainieren. Wie du willst. Och, fuck. Ich muss gegen Bronco antreten. Tja, wer weiß, vielleicht gewinnst du ja. Tritt gegen ihn an. Ich denke, das wird dir nicht schaden. Wenn du nicht mit ihm fertig wirst, helfe ich dir. Wenn du nicht mit ihm fertig wirst. Ich will nicht gegen den Typen kämpfen, der macht mich fertig. Ha. Was kannst du mir über Hemmler erzählen? Hemmler? Hemmler ist tot. Was weißt du noch über ihn? Er war oft bei Harlock in der Küche. Und? Harlock ist keiner von den Typen, die viel quatschen. Aber anscheinend hatten die beiden sich einiges zu erzählen. Wenn irgendwer was weiß, dann Harlock. Toll. Ja gut, dann probieren wir's. Dann werde ich dir mal zeigen, was ein guter Krieger drauf haben muss. Okay. Ich will dieses Schwert. Der hat ein super schickes Schwert hinten drauf. Schon, der macht schon ordentlich Damage, der Kollege. Ja. Könnte sogar sein, dass ich ihn besiege, aber... Ja. Boah, war das fies. Slash sitzt, ist das immer eine geile Sache. Ja. Ja. Ja, aber er braucht so lange, er holt immer so verdammt lang aus. Das tut weh. Du hast doch nichts dagegen, wenn ich mir dein Gold nehme. Du Ficker. Der hat sich mein Gold genommen, das Arschloch. Und mein Schild? Hey, 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 hey. So, fordere mich erst wieder heraus, wenn du trainiert hast. Oh, du blödes Arschloch. Wie kann ich mit Bronco fertig werden? Tja.
Entweder du trainierst so lange, bis du ihn besiegen kannst. Oder? Oder du sprichst mal mit Kasper. Der kennt sich mit Tricksereien aus. Mit Kasper. Das hättest man nicht vorher sagen wollen. Rekrut Wichskopf. Ich muss gegen Bronco antreten. Ach du Scheiße, schätze, er mag dich nicht besonders. Kannst du mir helfen? Weißt du, warum er so gut ist? Er hat ein magisches Schwert. Du hast nur eine Chance, wenn du es schaffst, dass er mit einer anderen Waffe gegen dich antritt. Worte allein werden dafür nicht ausreichen. Mach ihn betrunken. Gib ihm Wein. Und das soll funktionieren? Klar. Und wenn er ein paar Flaschen Wein getrunken hat, gibst du ihm einen richtig harten Tropfen. Einen Wein, der seine Birne in einen Haufen Gebrösel verwandelt. Und du musst dir vorher natürlich eine andere Waffe für ihn besorgen. Eine schlechte Waffe. Also die schlechte Waffe hätten wir schon. Also die schlechte Waffe, sage ich, den Wein hätten wir schon. Da haben wir ja schon von unserem Kollegen hier diesen Oberzerstörerwein da bekommen. Feuerrausch, genau. Das ist der, den wir ihm dann im Nachhinein geben. Wir brauchen jetzt noch eine Waffe, die wir ihm in die Hand drücken können. Und da kann uns sicher der Kollege hier helfen. Ich brauche eine schlechte Waffe. Willst du mich beleidigen? Nein, ich meine es ernst. Du hast doch bestimmt eine schlechte Waffe. Ich habe nur gute Waffen. Also hau ab, du Spinner. Aber es geht um Bronco. Ist mir egal. Hör zu. Ich weiß, dass du ein guter Schmied bist. Ich bin ein hervorragender Schmied. Genau. Aber hast du nicht irgendein rostiges, altes Einzelstück, das du nur aus sentimentalen Gründen aufhebst? Naja, also, ich habe da noch ein Stück Stahl. Das hat ein tumber Lehrling vor 20 Jahren aus einer Bratpfanne zusammengeflickt. Klingt gut. Es lag jahrelang in einer Pfütze mit fauligem Wasser. Sehr gut. Es ist schwer. Unhandlich und stumpf. Wahrscheinlich das schlechteste Schwert der Welt. Das ist genau das, was ich suche. Kann ich es haben? Da du dich dafür begeistern kannst, sollst du es haben. Danke. Gut, also, ich habe den Wein, ich habe das Schwert. Ich habe hier eine Flasche Wein für dich. Glaubst du etwa, du kannst mich bestechen? Nein, natürlich nicht. Aber als Meister steht dir doch ein guter Tropfen aus dem Keller zu. Das ist richtig. Der Wein ist für die Meister. Dann zeig mal, was du hast. Du hast die Jungs alle gut im Griff. Ich kann aus jedem von euch Bauern einen Krieger machen. Und das werde ich. Dafür braucht ihr keinen Stabkämpfer. Ihr braucht nur eine starke Hand, die euch führt. Und das bin ich. Wieso kämpfst du nicht mit dem Stab? Ich bin Schwertkämpfer. Wahrscheinlich der Beste auf dieser Insel. Tatsächlich? Worauf du einen lassen kannst. Mit einem Schwert schlage ich jeden von euch. Kannst du mich im Schwertkampf trainieren? Nein. Ihr werdet mit dem Stab ausgebildet. Für dich gibt's keine Extrawurst. Aber ich glaube, du brauchst noch eine Extra-Runde in der Arena. Auf geht's. Ich warte dort auf dich. Was? Nein, 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 nein. Was? Das wollte ich doch gar nicht. Hey! Jetzt gibt's was mit der Groben. Was soll das? Steck die Waffe weg. Das ist auch besser für dich. Was? Was ist denn jetzt passiert? Das wollte ich doch gar nicht. Habe ich jetzt noch Wein? Oh, jetzt habe ich nur noch eine Flasche Wein. Oh. Was ist denn jetzt los? Moment. Ah, ich bin so doof. Wann hat er denn das letzte Mal gespeichert? Ach, fuck. Ich brauche noch Wein. Scheiße.
Scheiße, das hat nicht funktioniert. Hast du Wein? Nein, du hättest 10 Äpfel. Oh, toll. Fuck. Fuck, fuck, fuck. Wo wird denn der andere Fred-Typ jetzt sein? Freddy. Kumpel. Hopp, Fred. Wein. Gib mir eine Flasche. Na. Gib mir noch eine. Gib mir eine. Na klar. So. Das sollte jetzt. Das sollte jetzt passen. Wie viel heile ich mich da? Naja, zu wenig. Mann, das nervt. Ich bin so dumm. Ich bin ja auch sowas von dumm. Ehrlich jetzt. Lass uns das nochmal versuchen. Wir heilen uns jetzt erstmal hier voll. Ja, jetzt. Wein anbieten. Du hast die. Ja, bla bla bla. Ich. Blapp, 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 blapp. Blapp, 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 blapp. Ich bin tatsächlich. Worauf? So. Aber nur solange du ein gutes Schwert hast. Ah! Darauf kommt es nicht an. Ich könnte dich mit einem rostigen Schwert umhauen. Auch mit einem noch schlechteren Schwert? Ha! Ich kann dich mit dem schlechtesten Schwert der Welt umhauen. Willst du es darauf ankommen lassen? Natürlich, du Wurm. Aber es könnte sehr peinlich für dich werden. Ich habe zufällig eins hier. Gib her. Hier, nimm mein Schwert. Ich brauche es nicht mehr. Wenn du dumm genug bist, treffen wir uns in der Arena. Tatsache? Alter! Brauche ich noch ein paar Stärke. Wie viele Stärkepunkte brauche ich denn da noch? 5. Alles klar. Kann ich mir das leisten? Der hat mir ja vorher immens viel Kohle abgenommen, der Wichser. Passt! Gut so! Sieh. So! Keule! Oh. Quicksave hier. Zacka, zacka. Und jetzt komm her, du Bastard. Ich will wieder gegen dich antreten. Dann kriegst du jetzt noch eine Stunde Nachhilfe in Sachen Schmerzen. Ja, ja. Wobei das schlechteste Schwert der Welt eigentlich ganz cool aussieht. Wenn es nicht so kacke wäre. So, Keule. Jetzt. Ach du Scheiße. Oh, ist das Schwert stark! Okay, jetzt mal nicht übermütig werden. Ach da! So, gib mir mein Geld wieder. Nichts zu holen. Hatte der jetzt mein Schild? Wo ist mein Schild? Ach, da liegt er. Okay, alles gut. So, Wichser, was jetzt? Na, was sagst du jetzt? Darauf war ich nicht vorbereitet. Da steckt doch irgendein Trick dahinter. Wie konntest du gegen mich gewinnen? Hartes Training, das nun hoffentlich beendet ist. Na schön. Meinetwegen geh zu Vitus. Du hältst sowieso nur die Rekruten vom Training ab. Nice. Und ich hab mein Schild wieder. Das freut mich. So. Ja, das hat sich doch ausgezahlt. Wir haben ein richtig böses Schwert bekommen. Schauen wir uns nochmal den Vergleich schnell an. Wir hatten vorher das hier. Und jetzt haben wir das hier. Doppelter Klingenschaden und Schwertkampf plus 1. Haben richtig viel Kohle abgesahnt. Also, das hat sich schon mal ausgezahlt. Nein. Okay. Wir gehen jetzt mal in unsere Kammer. Ist das unsere? Ja, das ist unsere Kammer. So, da pennen wir jetzt erstmal bis zum nächsten Morgen. Es war ein sehr ereignisreicher Tag. Sehr, sehr. Gut. Und dann war es das auch schon wieder. An genau das, dieser Stelle, wo wir angefangen haben, hören wir auch wieder auf. Sehr stilvoller Effekt. Zacka, zacka.
Freunde, bis zum nächsten Mal. Peace und Freundschaft, euer Eggy. Macht es gut. Pfiat euch und Baba.